Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubano und ich öffne keine Lamas. Trotzdem bin ich auf der Seite. Ja, weil... Neues Jahr, neues Glück. Ich denke mir immer wieder, reden wir mal über Dinge, die wir gerne in Fortnite hätten und die es nach wie vor nicht gibt oder von denen wir früher nie dachten, dass wir sie brauchen und wir brauchen sie vielleicht doch. Ich nehme jetzt mal die Winterlamas als Beispiel. Ich habe gerade noch 384 Schneeflockentickets übrig. Und wenn ich mir meine Sammlung angucke... wo sind sie denn? Hier. Ja, die sind schon vollständig. Und die auch. Anhänger. Jo, da fehlen mir noch ein paar. Und zwar, also es gibt ja nur die hier... Ne, die hier oben gibt es glaube ich auch. Ich glaube, die hier oben kriegt man derzeit auch noch aus. Also es würden mir noch ein paar fehlen. Wie ihr seht, alle Legendären eigentlich. Ich bin schockiert. Wobei ich sie mindestens einmal in Legendär alle habe, aber eben noch nicht hier freigeschaltet. Nun ja, sei es drum. Nehmen wir mal, ich hätte sie voll oder ich möchte sie nicht haben. Oder ich habe sie ja wenigstens in der normalen Version. Dann habe ich jetzt hier 384 Tickets und ich werde noch ein paar mehr bekommen, bis dieses Event zu Ende geht und es neue Eventwährung gibt. Und es gab mal eine Zeit, da wurde die Eventwährung einfach weitergetragen. Irgendwann hat man gesagt, sie wird weggeschmissen, beziehungsweise man bekommt die Lamas, die man noch hat, einfach, die werden dann hier oben angezeigt, als Lamas, die noch zu öffnen sind. Aber wäre es nicht irgendwie sinnvoll, dass man sagen könnte, ich habe eine leider dann neue Währung, die man hier in dem Ressourcentab finden würde, und ich sage aus dem Ressourcentab heraus, ich möchte so und so viele Tickets haben. Und würde diese Währung, also meinetwegen könnte es auch das Gold hier sein oder diese Währung oder es kommt hier ein dritter Knopf dazu. Und man kann dann hier eben Tickets umtauschen gegen eben diese Währung, die man überall kriegt. Oder da, wo es die Tickets gibt, gibt es fortan eben Gold und man kann eben gegen Gold Tickets tauschen. Und ich sage jetzt mal wirklich 1 zu 1, also ein Gold gegen ein Ticket. Nur so als Beispiel. Also da gäbe es, glaube ich, Möglichkeiten tatsächlich, das hier abzuwenden. Auch wenn ich vielleicht sage, A, entweder ich habe sie alle schon oder B, ich möchte die gar nicht haben, weil sie mir nicht gefallen oder. Dass man einfach sagen kann, hey, gibt mir die Chance, auch wenn ich weiter intensiv spiele, diese Schneeflockentickets nicht ausgeben zu müssen gegen Winterlamas, sondern sie stattdessen irgendwie anders auszugeben. Also das heißt, gar keine Schneeflockentickets zu bekommen, sondern eine Zwischenwährung und ich kann dann eben Schneeflockentickets auf diesem Eventreiter kaufen. Und hier könnte man ja dann auch begrenzen. Man könnte ja dann auch sagen, es gibt nur so und so viel, zum Beispiel in wöchentlichen Gegenständen oder so. Was weiß ich, 5.000 oder 10.000. Also schon eine ordentliche Menge, sodass man dann auch sagen kann, okay, das funktioniert. Das fände ich eine tolle Sache. So, eine Sache, die ich mir also für Fortnite Rette die Welt wünsche, die es leider noch nicht gibt. Nehmen wir mal das nächste. Zap. Also wie ihr seht, ich habe eine Unmenge an Skizzen. Jetzt nehmen wir mal irgendeine, wo ich tatsächlich ein paar mehr habe. Habe ich hier unten irgendwo... Naja, auch plus 3, auch plus 3. Naja, egal. Nehmen wir die. Nehmen wir einfach die. Hier, tapferer Knappe. Die momentane Waffe, die es im... in den Winterlamas gibt. Und ich habe bestimmt auch noch einen tapferen Knappen hier irgendwo. Da ist er ja. Also 4 Stück habe ich tatsächlich. Nun, ich würde mal sagen... 2 zu besitzen ist ganz okay, noch einen dritten, also nach 3 spätestens ist Schluss, aber ihr habt ja gesehen, ich habe schon freigeschaltet in der Sammlung, das heißt also, ich habe jetzt immer noch 4 Stück übrig. Wäre es nicht toll, wenn man diese Dinger in einem Handelsposten verkaufen könnte? Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Ich sage direkt gegen V-Bucks, das wäre eine Variante, die bestimmt vielen Spielern gefallen würde. Also tatsächlich zu sagen, okay, ich biete Skizzen an gegen V-Bucks und das kann ein fester Wert sein. Es könnte aber auch tatsächlich wie ein Auktionshaus sein. Das heißt also, die Leute bieten da drauf eine bestimmte Zeit lang. Für mich auch völlig in Ordnung wäre zu sagen, hey, lass es das Gold hier sein. Oder also wenn wir jetzt sagen, es gibt hier statt Gold und statt den täglichen Münzen noch eine dritte Währung, mit der ich dann Tickets eintauschen kann.
Lass es doch die Ticketwährung sein. Oder. Also, ich bin da völlig offen. Ich denke, V-Bucks ist eine gute Lösung, weil man kann sie ja nicht gegen Geld umtauschen. Das heißt also, es geht da jetzt nicht irgendwas verloren im Sinne von, also sprich, Epic Games würde jetzt kein Geld verlieren an sich. Und es wäre halt eine tolle Möglichkeit für die Spieler, tatsächlich an Gold zu kommen oder eben an Tickets. Also man könnte natürlich auch Saisontickets nehmen, wenn man die Saisontickets behalten würde. Wobei mein vorheriger Vorschlag war ja, die Saisontickets zu behalten, sie aber anders verfügbar zu machen. Das heißt also nicht über ganz normales Missionsspiel, sondern tatsächlich aus der Mission rauszunehmen und sie lieber gegen Gold einzutauschen und dafür die Goldbelohnungen zu verbessern, also zu erhöhen. Das heißt, mehr Möglichkeiten für das Gold zu lassen. Aber so sehe ich das auch mit den Skizzen. Also ich finde es eigentlich tatsächlich schade, dass ich keine Möglichkeit habe, jetzt zum Beispiel zu sagen, ich habe hier 3 Stück übrig und ich brauche eigentlich maximal noch einen. Denn, also 2, einen für Obsidian, also einen in die Obsidian-Richtung, einen in die Splitter-Richtung. Also maximal bräuchte ich tatsächlich noch einen weiteren. Und dann hätte ich immer noch 2 übrig. Ich würde die sogar verschenken wollen. Also vielleicht auch mit der Option, ich möchte sie verschenken. Auch das wäre möglich. Wobei da habe ich tatsächlich die Bedenken, dass dann natürlich die ersten Leute auf die Idee kommen, an Account-Daten ranzukommen, um sie sich selbst zu schenken. Also das halte ich für ein kleines bisschen riskant. Aber tatsächlich zu sagen, hey, lass sie einen verkaufen. Also und das könnte zum Beispiel sein, über die Freundesliste zu sagen, hallo, ich biete nur meiner Freundesliste an, diesen Gegenstand zu kaufen. Oder einem speziellen Freund gegen V-Bucks zu verkaufen. Oder eben gegen Saisongold. Also gegen Gold. Saisongold heißt es ja nicht mehr. Also, das mal so als Idee. Fände ich eine super Sache und es würde mir sehr gefallen. Also ein Auktionshaus für Skizzen. Und zwar für Skizzen natürlich aller Art. Also auch natürlich für Nahkampfwaffen, ebenso für Fallen. Und an sich. Ganz ehrlich, ich fände es auch nicht schlecht, wenn man Heldenüberlebende und Verteidiger. Ach, die sind bei den Helden. Oder Verteidiger. Oh Gott, ich wusste nicht mehr, wo die Verteidiger sind. Dieses neue Menü, ich komme nicht damit zurecht, glaube ich. Auch Verteidiger natürlich darüber verschachern könnte. Also auch die verkaufbar machen. Und aus meiner Sicht dürfen das gerne V-Bucks sein, denn V-Bucks kann man eben. Ja, wie ihr alle wisst, auch gegen, also 50 V-Bucks hier, 50 V-Bucks ausgegeben, 50 Tickets erhalten, ja, gegen Tickets tauschen, ne? Also, das heißt, da gibt es ja eine Möglichkeit. Wobei ich auch es nicht verkehrt fände, Gold zu nehmen. Also, das heißt, vielleicht sogar 2 Währungen anzubieten, zu sagen, ich möchte das versteigern gegen V-Bucks oder ich möchte das versteigern gegen Gold. So dass jeder Spieler entscheiden kann, was hätte ich denn, was würde ich denn gerne dafür bekommen. Fände ich eine gute Sache. Ich würde tatsächlich persönlich sagen, ich fände es blöd, wenn man andere Ressourcen auch verkaufen kann. Also hier, sowas da würde ich nicht verkaufbar machen. Ich würde auch nicht verkaufbar machen, Dinge wie Obsidian, Malachit und so weiter und so fort. Auch das würde ich nicht verkaufbar machen. Das halte ich für kritisch. Ich würde auch nicht verkaufbar machen, gefertigte Waffen. Also tatsächlich nur Skizzen. Nur Skizzen. Nicht die gefertigten Waffen, wobei. Damit diese Tauscherei endlich auch ein Ende hat, ich würde auch die gefertigten Waffen nehmen. Denn da hat jeder die Chance, tatsächlich zu sehen, okay, das funktioniert, das ist echt. Also zu sagen, okay, das ist wirklich eine Nocturne 106, die hat diese Werte, sie ist voll aufgeladen, und so weiter und so fort. Eigentlich fände ich es auch gut, wenn man fertige Waffen verkaufen könnte. Und natürlich muss man unterscheiden. Klar sehen können, ist es eine fertige Waffe oder eine Skizze. Und das geht ja mit dem Bildchen ganz einfach, ne? Also man zeigt einfach im Auktionshaus ein Bildchen so, das ist die fertige Waffe und man zeigt die Skizze. Ich glaube, kann jeder klar sofort unterscheiden, was die fertige Waffe, was die Skizze ist. Ich fände es super, wenn es ein Auktionshaus gäbe. Der Grund ist ganz klar, weil das fehlt. Und wir haben ja gesehen, warum gab es denn dieses ganze Scamming immer die ganze Zeit und gibt es immer noch? Und warum ist der globale Chat nach wie vor abgeschaltet? Genau wegen diesen Scammern, die einfach andere Leute mehr oder minder bescheißen, das kann man ja anders nicht sagen. Die natürlich mit ihrer Skizze unendlich viele Waffen herstellen können und dadurch unendlich scammen können. Also von daher fände ich es super, wenn man A-Skizzen handeln könnte, denn. Man hat sie ja irgendwann, also hier ist jetzt hier, man hat sie ja irgendwann einfach zu viele davon.
Und auf der anderen Seite, wenn man die eben nicht nur handeln kann, sondern auch die Waffen handeln kann. Also ich fände es super, wenn es das gäbe als Auktionshaus. Und zwar wirklich nur als Auktionshaus. Keine Handelsoption im Spiel. Wenn jemand dann nach wie vor das Zeug auf den Boden wirft, dann gehört er halt. Also es gehört ihm da nicht anders, wenn er beschissen wird, wenn es ein Auktionshaus gäbe. Das muss man jetzt mal so knallhart sagen. Also, ich fände es super, wenn es das geben würde. So, dann haben wir noch ein Thema, das ich unbedingt ansprechen möchte. Das hier. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier ja, ich glaube, das klassische Loot-Ding, ne? Also, die Schützin deswegen, weil sie eben Phasenwechsel hat. Beutefund plus 6%, das heißt also, es geht mir jetzt hier tatsächlich um Materialien sammeln und da sind die drei ganz gut. Den Teddy, um dann tatsächlich, also die Verstärkung des Teddys, um tatsächlich einfach gegebenenfalls auch Stormchests zu farmen. Wie heißen die eigentlich auf Deutsch? Sturmtruhen? Ja, ne? Also das klassische Farmbild. So, wenn ich jetzt das ändern möchte, zum Beispiel auf ein klassisches Konstrukteurs Thema, dann suche ich die alle drei immer wieder raus. Wäre es nicht super, wenn wir hier nebendran, schöne Grafik, ich weiß, aber hier nebendran so ein kleines Knöpfchen hätten mit, ich weiß nicht, man kann 5 oder man kann 10 Builds abspeichern? Vielleicht noch mit einem individuellen Namen, das wäre super. Also, dass ich sage, das ist mein Bild, wenn ich eben farmen gehen möchte. Also, sprich, ich brauche Schrauben oder ich brauche Metall oder ich brauche was auch immer. Malachit, Obsidian, keine Ahnung. Dass ich dann einfach bloß hier drauf drücke und es lädt hier automatisch rein. Wäre das nicht schön? Ich fände es super, wenn wir so abspeicherbare, ich nenne es mal Builds hätten. Also, Build ist hier vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das wäre echt super. Also, liebe Epic Games, wenn ihr das seht, denkt bitte drüber nach. Hier einfach so 10. 10 wäre super. Wenn ihr keine denkt, dass 10 zu viel ist, dann macht wenigstens 5. Das wäre auch super. Man könnte zum Beispiel diese kleinen Monitore hier so ein bisschen nach oben schieben, ne? Also bis hier unter die Decke sozusagen. Und dort könnte man die Builds abspeichern. Das würde dann auch grafisch sehr hübsch aussehen. Es wäre prima, wenn ihr das machen würdet. Es würde mich sehr, sehr freuen. Also, liebe Epic Games, bitte verbessert das unbedingt. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Das gleiche hier. Diese automatische Auffüllfunktion ist echt super für Anfänger und für jemand, der das nicht vollständig hat oder. Ne? Aber wenn ich jetzt überlege, ich hätte ganz gerne wirklich sowas wie hier Builds, wo ich zum Beispiel mir ganz bewusst Fähigkeits- oder Schildregeneration raussuche oder ganz bewusst Schaden raussuche, Fernkampf, Nahkampf und dass ich da einfach mehrere Teams abspeichern kann und dann einfach mit einem Knopfdruck, und zwar hier würden, ich würde sagen, pro Einheit maximal drei Teams abspeichern kann, die ich dann einfach per Knopfdruck wechseln kann. Oh Gott, wäre das schön. Ja, und ja, natürlich, klar, dann ist es natürlich so, das Thema, habe ich jetzt irgendwas doppelt derzeit bestimmt, weil man hat immer irgendwas doppelt. Ja, hier, die hinteren zwei. Die hinteren zwei auf jeden Fall. Genau, dann habe ich hier natürlich das Thema, wenn dieser in dem Bild hier einmal auftaucht und im Bild hier einmal auftaucht. Dann ist natürlich so, ich drücke hier drauf, dann würde er hier erscheinen, dann drücke ich hier drauf und er wäre im gleichen Bild drin, dann würde er hier erscheinen, dann würde er natürlich hier rausfallen. Ist ja klar, ich habe ihn ja nicht zweimal. Oder es würde sowas kommen wie, Achtung, wenn du das machst, dann geht beim anderen Bild ein Überlebender raus. Das kann man ja machen. Aber es wäre so super, wenn ihr das aufbauen würdet. Das heißt also, es sind nur wenige Wünsche, die aber das Spiel Spielen erleichtern. Also gar nicht, also es ist kein wirkliches Inhaltsupdate. Außer vielleicht das Auktionshaus, glaube ich, oder? Das wäre schon, das andere wäre auch eine Spielverbesserung, ob das jetzt wirklich gleich als Inhaltsupdate zählt. Also das Auktionshaus ist eine Inhaltsupdate. Also ein tolles Inhaltsupdate, das ich euch vorschlage und ein paar wirkliche, gerade das hier mit den Teams, beziehungsweise ebenso bei dem Helden natürlich, auch das hier mit den Teams sozusagen oder mit den Builds, die man abspeichert. Das würde das Spielen vereinfachen. Das heißt, ich muss mir hier nicht 3 Minuten Zeit nehmen, um das Bild zu wechseln, sondern ein Klick, also 4 Sekunden, wenn überhaupt. Na, also das wäre echt super, wenn ihr das machen könntet. Würde mich freuen.
wenn das klappt, liebe Epic Games. Was haltet ihr von diesen Vorschlägen? Oder habt ihr andere Vorschläge, wo ihr sagt, das würde, müssen wir dringend drin haben, damit wir das gesamte Spiel verbessern können und es einfach angenehmer machen, also so auch vom Gefühl her schöner machen. Wenn dem so ist, dann schreibt es doch unbedingt in die Kommentare. Mir ist gerade noch was aufgefallen, was mich auch stört, das sage ich gleich noch. Es gibt noch ein weiteres, wirklich einfaches Spielprinzip, das wir ändern könnten. Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, was ihr unbedingt gerne hättet und wir könnten dann natürlich vielleicht, wenn wir ganz, ganz viele Hits haben und wenn das ganz oft in irgendeiner Form auf anderen Playlists geteilt wird, dann haben wir vielleicht die Chance, Epic Games darauf aufmerksam zu machen. Und liebe Epic Games, warum zur Hölle? Ich kann die nur für mich selbst verwenden. Warum zur Hölle muss ich ein Klick, zwei Klick machen? Und warum für jeden einzeln? Warum kann ich nicht sagen, hier ein Schieberegler, alle 110, zack, fertig. Warum? Epic Games, das ist... Eigentlich müsste ich euch eine Maus in Rechnung stellen. Weil bis ich 110 Mal geklickt habe, wisst ihr, wie oft der Mikroschalter da verwendet wurde? Also ich habe ja dann 220 Mal geklickt, ne? Und ich kann mit den Dingern nichts anderes anfangen. Es ist nur dazu da, dass ich das selbst benutze. Es hat sonst keinen anderen Sinn und keinen anderen Zweck. Also, warum zwei Klicks und warum nicht ein Schieberegler, wo ich sagen kann, ich möchte gleich 10, 20 oder 50 davon reinhauen. Danke, Epic Games, wenn ihr das verbessert. Im Übrigen, das gleiche gilt natürlich für die Boosts in der Gruppe. Ne? Hier. Wenn ich hier, auch da habe ich ja noch 184. Wenn da ein Teammitglied reinkommt, ich möchte dem nicht einen Boost schenken, sondern 10. Dann möchte ich nicht 10 mal klicken. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich da nicht sogar 11 mal klicken muss oder sogar auch jeweils 2 mal klicken muss. Weil nämlich eine Bestätigung, dass ich es wirklich machen will. Das heißt, auch da möchte ich einen Schieberegler haben. Am besten direkt hier, wo ich dann sage, okay, 10 Stück und dann klick ja. Und dann reicht dieses Klick ja ja schon, weil ich habe das ja wirklich bewusst gemacht. Ich möchte da nicht nochmal bestätigen müssen. Danke, wenn ihr auch das erfüllt. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und für was diese Seite noch? Naja, gut. Also, würde mich sehr freuen, wenn ihr das schafft, Epic Games. Tut's einfach. Ich hoffe, wir kriegen ein paar der Dinge umgesetzt in naher Zukunft. Und damit das passiert, teilt das Video, guckt es euch an, guckt es euch bitte mehrfach an. Liked es auf jeden Fall, wenn ihr sagt, jawohl, das sind zumindest zwei Verbesserungen drin, die ihr auch gerne sehen würdet. Und am besten bringt es in eure eigenen Playlists rein, damit dieses Video ganz, ganz häufig geguckt wird. Denn dann wird Epic Games darauf aufmerksam und dann gucken die sich das an und dann sagen die, hey, der hat vielleicht recht, der Junge, das könnte man wirklich machen. Und schreibt am besten noch in die Kommentare, was davon euch besonders gut gefallen hat. Also, jeweils einer schreibt das in die Kommentare, die andere liken einfach den Post von demjenigen, der es zuerst reingeschrieben hat oder setzt einen Kommentar drunter. Irgendwas in der Art. Weil wir kriegen das Spiel, glaube ich, nicht verbessert, indem wir es einfach ins Epic Games Forum schreiben. Das habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet. Da stehen Dinge drin, die wirklich gut sind und die einfach nicht passieren, wo kein Epic Games Mitarbeiter darauf reagiert. Ich glaube, sie reagieren auf Social Media eher. Das heißt also, YouTube ist vielleicht die Lösung. Tut es. Teilt es über Twitter, dieses Video. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir kriegen Epic Games dazu gebracht, ein paar dieser Ideen vielleicht zu verwirklichen. Und Sie können ja dann in den Kommentaren lesen, was euch am meisten gefällt. Vielleicht gefällt euch ja das Auktionshaus nicht. Dann schreibt auch gerne in die Kommentare, nee, Auktionshaus finde ich übelsten Mist. Lasst es. Aber ich finde es gut, wenn man die EP-Boosts gleich mal in größerer Menge verteilen kann oder so. Ne? Also, ihr wisst schon. Tut es bitte, bitte, bitte. Lassen wir uns Rette die Welt einfach ein bisschen verbessern. Das wäre schön. 2019 hat erst angefangen. Wir haben also gute Chancen. Ich werde einfach in ein paar Monaten nochmal so ein Video machen und wir gucken vielleicht dann, also ich gucke dann auch vielleicht mal, vielleicht ist was verbessert worden. Und wenn das so ist, dann ist natürlich das nächste Video, das kommt vielleicht schon viel einfacher und wird viel eher ein Selbstläufer, nämlich deswegen, weil wir dieses Spiel wirklich verbessern wollen. Bis dahin, soweit ihr lieben Freunde und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Natürlich dürft ihr gerne ein Abo dalassen, ihr dürft natürlich auch meinen Kanal mit dem Glöckchen aktivieren, damit ihr dann auch informiert werdet, wenn es was Neues gibt. Zu Fortnite Rettet die Welt gibt es täglich mindestens ein Video.
Und ich sage ganz bewusst mindestens eins. Es können auch mal, ich glaube, ich habe jetzt mal so in den Analysedaten nachgeguckt. Und manchmal waren es auch 6 oder 7 sogar an einem Tag. Aber mindestens eins. Und das wäre super, wenn ihr weiterhin bei mir dabei seid. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.